Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Kant Muku, hier beim Projekt Overlord. Wir düsen hier eine Runde mit unserem MC Hammer rum. Und bevor ich hier direkt mal straight zum Prometheus-Projekt gehe, schaue ich mal, ob hier hinten noch irgendwas ist, abgesehen von etwas Aussicht. Ich glaube allerdings nicht. Deswegen gehen wir doch mal direkt zur Prometheus-Station. Die Datenpakete muss ich nicht zwingend alle haben. Ich könnte jetzt jeden Scheiß hier absuchen, aber ehrlich, das braucht keine Sau. Ich glaube, das hier ist der Zugang zur Atlas-Station. Ziemlich heftig verriegelt, wie man sieht. Zwei Stück haben wir ja bereits offen. Die Hermes-Station und die Vulkan-Station. Das unterste ist jetzt von der Prometheus-Station. Und hier haben wir sogar noch schön ein Datenpaket. Oder zumindest irgendwelche Ressourcen. Ein weiteres Cerberus-Datenpaket wurde geborgen. Bleiben noch drei. Ich frage mich, was diese Datenpakete genau bewirken, außer dass es einen Sammlereffekt hat. Das ist mir jetzt nicht bewusst, aber vielleicht kommen wir ja sogar noch in den Genuss oder die Erfahrung herauszufinden, was wir genau mit diesen Datenpaketen denn tun können. Drei Stück haben wir ja bereits. Okay, wir sollten hier richtig sein. Initialisiere Notfallreset. Notfallreset? Was? Was laberst du? Coole Viecher da drüben übrigens, sowas wie Flugsaurier oder was auch immer. Sind wir irgendwie am falschen Ort durchgefahren oder ist irgendwas anderes falsch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hui! Ach so, jetzt. So, nun gut, dann geht's ab zur Prometheus-Station. Mal schauen, wie weit wir diese Folge kommen. Das ist nicht unbedingt das Einfachste. Das heißt, ich muss vielleicht kurz nochmal speichern, bevor wir dort ankommen. Denn, wie wir ja wissen, ist das Ganze ein abgestürztes Geth-Schiff. Und mit denen ist nicht zu spaßen, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, wir werden natürlich hier unsere absoluten Geth-Killer mitnehmen. Garrus und Grunt. Die dem Feind so ordentlich auf die Fresse geben können. So, vielleicht haben wir einen Level-Up. Wir haben zwei Punkte, aber das bringt uns ehrlich gesagt relativ wenig. Weder die Kryo-Munition noch das KI-Hacken brauche ich wirklich gut. KI-Hacken wäre vielleicht nicht so schlecht gegen die Geth, aber mal ehrlich, da baue ich lieber meine anderen Fähigkeiten aus. Garrus kann nichts machen und Grunt könnte die Brandmunition verwenden. Huh. Brandmunition. Gut, gegen synthetische Feinde bringt das relativ wenig. Also sparen wir hier den Punkt noch auf. Verwenden die gleichen Waffen, die sind eigentlich soweit in Ordnung. So, die Daten werden selbst schon gespeichert. Commander Shepard, die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen, die wir bei unserem Experiment benutzen. Unsere Leute dort antworten nicht mehr. Vermutlich hat die VI die Verteidigungsschilder aktiviert, um sie am Betreten zu hindern. Viel Glück. Jo, speichern können wir nicht. Automatisch gespeichert hat es zum Glück. Ach ja, das kann lustig werden. Hier unter Overlord. Wir haben noch eine Menge Missionen, allerdings nicht so extrem viele wie in Mass Effect 1. Ist schon ein wenig übersichtlicher zurzeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, jetzt kommt eine meiner super Hass-Momente hier in dem Overlord DLC. Einfach weil es zum Teil kachenschwer sein kann. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Nämlich das dort unten. By the way, hey, das sieht einfach wieder krass aus, diese Aussicht. Also wirklich genial. Boah, muss man schon sagen, echt gelungen. Scanne Gebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Geth-Kanone übernommen. Juhu, hey. Ich glaube, ihr seht jetzt, was ich meine. Warnung.
Ja. Das ging ein wenig schneller als geplant. Ihr habt's gesehen, die Geth-Kanone haut hier ordentlich rein. Da muss man brutal aufpassen. Und ich denke mal, das mit dem Fliegen lasse ich lieber und düse lieber schneller über den Boden, um der zu entkommen. Ich glaube, das ist die bessere Taktik. Aber auf jeden Fall habt ihr hier ein eindrückliches Beispiel bekommen, was es heißt, einer Geth-Kanone gegenüberzutreten. Commander Shepard, die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Scannergebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Geth-Kanone übernommen. Warnung. Hallo Geth-Kanone. Wenn man es richtig macht, kann man die hier alle nur mit der Geth-Kanone ausschalten lassen. Hallo Geth-Kanone. Und ciao. Och du Scheiße. Boah, das war knapp. Oh oh, nein, nein, verpack dich hier bitte nicht. Lass diese Scheiße. Danke. Okay. Wie sieht's aus, meine liebe Kanone? Ach du Scheiße! Boah, das ist so übel. Die Kanone ist hier echt am Upragen. Okay. Hier hinten hin. Mal schauen, ob wir nicht allzu verbuggt hier rauskommen. Komm schon. Trifft die uns hier überhaupt? Ach du Scheiße! Wir müssen diese Generatoren hier unbedingt noch ausschalten. Ohne drauf zu gehen, natürlich. Nein, vielleicht... Vielleicht schaffen wir es mit ein bisschen Taktik hier noch. Okay, wie viele Generatoren hat die noch? Noch einen dort hinten. Nein, bitte. Sorry fürs Ausrasten da. Schilde deaktiviert. Sie können die Geth-Kanone jetzt deaktivieren. Motherfucking Geth-Kanone. Geth-Kanone nimmt unsere Position ins Visier. Hierhin kann sie ja zum Glück nicht schießen. Boom, Motherfucker. Okay, beim zweiten Versuch. Sehr nice. Okay, mit etwas Anstrengung hätte es auch beim ersten Mal geklappt, aber ich wollte euch ja nur zeigen, was passiert, wenn man von der Geth-Kanone erwischt wird, natürlich. Ich war nicht einfach zu inkompetent oder so. Platin, sehr schön. Wir brauchen auch wieder Ressourcen, insbesondere wenn wir dann auf Ilium ankommen. Okay, können wir wenigstens jetzt speichern? Nee, können wir natürlich nicht. Dann geht's ab ins Gasschiff. Keine Ziele mehr. Jo, da wären wir. So, und wir haben hier sogar gratis Platin noch. Sehr cool. Dann geht's ab ins Schiff. Können wir jetzt speichern? Mensch, was ist denn hier falsch? Ich hoffe mal, es speichert jetzt einfach mal automatisch. Weil wenn wir die ganze Scheiße von vorne machen müssen, also das Ganze mit der Kanone, na leck mir doch. Das wäre nicht schön. Boah, ich muss glaube ich hier irgendwie einen Zensurbiepen reinlegen in meinem Let's Play. Das nimmt ja abartige Maßstäbe aus. Ausmaße. Diese Cerberus-Basis enthält gefährliche KI-Technologie. Wer hätte es gedacht? So, dann speichern wir doch hier mal gemütlich. Für Verletzungen oder den Tod während Ihres Besuchs sind Sie ausschließlich selbstverantwortlich. Ja gut. Danke.
Diese Info ist ja mal genial. Und ihr seht ja, was wir hier Schönes haben. Einen Geth-Kommandanten. Den sollten wir besser nicht aufwecken. Sonst gibt's Fett auf die Omme. Uns wurde gerade gesagt, dass die Atlas-Station noch ein Dutzend Geth für das Experiment will. Hoffentlich bedeutet das endlich den Durchbruch. Joa. Wir sind auf dem Geth-Schiff. Super gefährliche Sache. Vor allem, weil es hier noch eine Menge Geth rumfliegen hat. Auch wenn die, so wie es ausschaut, inaktiv sind. Aber was inaktiv ist, kann aktiv werden. Das sollte euch bewusst sein, meine Freunde. Ständig diese inaktiven Maschinen um sich herum zu haben, ist ziemlich unheimlich. Als würde uns aus den Schatten der Tod anstarren. Ich würde lieber auf der Vulkanstation arbeiten. Na gut, dort ist es auch nicht wirklich sicherer. Okay, Munition. Ich glaube, das sagt uns schon genug. Kannst du mal bitte die Fresse halten? Danke. Miese KI. Okay. Dann geht's weiter. Tiefer in das Herz des Schiffes. Jo, und der muss hier immer reinquatschen. Ey, ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Denn bei mir klingt es relativ laut. Übrigens... Lenningen hat gerade eine Simulation laufen lassen. Wenn diese Geth jemals aufwachen, beträgt die Wahrscheinlichkeit 98%, dass wir innerhalb von 2 Minuten tot sind. Langsam beginne ich Lenningen zu hassen. Yay. Jo, diese Kameras hier auszuschalten bringt leider gar nichts. Habe ich früher stets probiert, bringt allerdings wirklich gar nichts. Außer vielleicht eine Befriedigung, dass man die Kameras los ist. Aber taktisch bringt es rein gar nichts. Na toll. Die Tür ist hier zu und wie es scheint, will uns die KI an bestimmte Orte hinlocken. Hier können wir nicht durch. Hier können wir allerdings rein und Laborausrüstung bergen. Dann wenigstens lässt uns die KI zu den Credits. Das ist doch schon mal angenehm und viel freundlicher als vorhin. Irgendwo ist hier noch ein Forschungslog. Okay. Gestern war Halloween. Lenningen hat sich mit Gas-Ersatzteilen verkleidet. Er hat damit alle fast zu Tode erschreckt. Jetzt hasse ich ihn wirklich. Ah, der ist einfach der Beste hier. Der Lemmington oder wie er genau heißt. Ach, komm schon. Okay, wartet mal. Wir müssen in diese Richtung. Das heißt, wir schauen uns zuerst mal hier um. Ob hier irgendwas Gescheites noch rumfliegt. Außer einer Menge Geth. Ich frage mich, warum wir die nicht einfach so zerstören können. Einfach aus einer Vorsichtsmaßnahme, bevor die hier noch aufwachen. Leider geht das nicht, aber was will man denn schon tun? Viel machen können wir ja nicht. Alles ist abgeklemmt. Archer hat eine Abregung angeordnet, aber unsere Station ist bereits infiziert. Was will die VI bloß? Sie schreit uns die ganze Zeit an und niemand versteht was davon. Nur, dass wir nichts verstehen, ist klar. Irgendetwas gefällt mir hier nicht, eindeutig nicht. Es ist zu still. Viel zu still. Die VI schließt einige Durchgänge und lässt andere offen, als würde sie uns irgendwo hintreiben. Wenigstens sind die Geth immer noch inaktiv. Ach ja. Diese VI. Übrigens RIP an alle Kopfhörernutzer. Ich hoffe, es ist wirklich nicht zu laut. Sonst versuche ich mit dem Aufnahmeprogramm vielleicht, also zumindest mit dem Schnittprogramm eigentlich, hier ein wenig die Lautstärke runterzustellen. Kann allerdings nichts versprechen, also gebt auf eure Ohren Acht. An alle Service-Mitarbeiter. Um den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist ab sofort auf allen Stationen das Hören von Musik erlaubt. Yay.
Das finde ich doch toll. Okay, dort drüben ist die Abriegelungsstation, wo wir die Abriegelung aufheben können. Wir müssen allerdings zuerst mal dort rüber kommen. Scannegebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Okay, das heißt, wir werden hier mal eine Runde zuerst speichern. Einfach aus reiner Vorsichtsmaßnahme. Und dann gehen wir eine Runde rüber. So, wir haben hier jetzt verschiedene Plattformen und müssen uns eine Art Brücke bauen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Mit irgendeinem konnte man die... Okay, hier wechseln. Das ist nur die Frage, warte mal, Plattform bewegen, wechseln. Ah, okay, gut. Mal schauen. Vielleicht das hier nach hinten, dann wechseln wir die Plattform, nehmen diese hier. Die, nein. Können wir hierhin bewegen. Dort rüber. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, was ich hier probiere. Okay, das ist ein wenig... sieht ein wenig scheps aus hier. Also geht das hier ein wenig rüber. Wir nehmen diese hier. Die geht dort hinten hin, dann wechseln wir wieder zu jener. Wahrscheinlich gibt es einen besseren Weg, einen weitaus besseren Weg. Aber das hier sollte soweit klappen. Dann kommen wir hier rüber, warum auch immer die hier solche verschiebbaren Plattformen haben. Eine echt spezielle Anlage hier. Okay. Wir haben hier zuerst eine Menge Zeug noch. Bevor wir hier den Deaktivierungsschalter aktivieren, hacken wir noch den Laptop kurz. Mal schauen, ob hier was Gescheites drin ist. Hoffentlich ein wenig Geld oder sowas. Dann können wir bald wieder auf eine Shopping-Tour gehen. Okay. Das hätten wir. Haben wir sonst noch was hier in der Nähe? Ich denke nicht. Okay. Das heißt, wir deaktivieren das jetzt mal. Ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Dann los, Abmarsch! Tja, ihr seht, die Geth wachen hier auf. Und ich denke mal, hier geht's mal fett mit der Kampfmucke los. Die Folge ist zwar vielleicht ein wenig kürzer als die vorherigen, aber ich denke mal, wir machen hier kurz einen Cut. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Mugu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!